Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht jetzt darum, dass wir unsere Arbeit visuell darstellen mit Hilfe von Taskboards. Das ist in agilen Methoden üblich, visuelles Management zu machen. Also Kanban lebt von dem Kanban-Board, Scrum lebt von dem Taskboard, das man in Scrum verwendet. Und wir brauchen das Taskboard auch, um unser tägliches Daily Stand-Up davor zu machen, weil das Team steht quasi vor diesem Taskboard und guckt sich an, welche Sachen sind erledigt worden, was ist noch zu tun, gibt es irgendwo Behinderungen, wo sich das Team gemeinsam drum kümmern muss. Deswegen ist so ein Taskboard als grafisches Steuerinstrument sehr wichtig. GitLab bietet dazu sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen jetzt in dem Video zwei Stück. Und weitere folgen dann im Laufe der nächsten Videos. Wechseln wir wieder auf GitLab. Jetzt sind wir auf GitLab gewechselt und jetzt versuchen wir visuelles Management zu betreiben. Dazu nehmen wir die Taskboards, die uns GitLab anbietet. Und ich stelle Ihnen hier zwei Möglichkeiten vor, welche Taskboards Sie machen können. Also starten wir mit Boards. Wenn Sie das Default Board verwenden, haben Sie sofort ein Taskboard mit zwei Spalten, und zwar mit offenen Tickets und geschlossenen Tickets. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt also ein Team-Meeting machen, das ist zum Beispiel ein Daily Stand-Up, und zum Beispiel Meilensteine anlegen. Das ist ja das Ticket von Open nach Close ziehen und einfach damit symbolisieren, dass ich es abgearbeitet habe. Das wäre so eine sehr, sehr einfache Management-Methode schon. Und das Team kann, gerade wenn Sie ein Touch-Display noch haben, können Sie sorgfältig mit dem Finger die Tickets verschieben und jeder im Team kann erzählen, was er gemacht hat. Also da sind wir schon mal gut aufgehoben im Daily Stand-Up. Was jetzt noch nicht so gut ist, ist, wir sehen noch nicht, in welchem Sprint wir uns befinden. Und wir haben jetzt einen sehr, sehr einfachen Prozess, sowas wie die Aufgabe ist offen und sie ist erledigt. Vielleicht wollen wir ja auch sehen, welche Aufgaben gerade in Bearbeitung sind. Vielleicht wollen wir sehen, zu welchem Meilenstein das gehört. Und vielleicht wollen wir auch noch so ein zusätzliches Prozessschritt einführen zum Qualitätssichern. Das heißt, hier brauchen wir jetzt Prozessschritte und die tun wir über Spalten hinzufügen. Das kann ich hier mit @list machen. Jetzt sehen Sie hier, ich brauche, um so eine Spalte zu beschriften, sowas wie ein Project Label, gerade so Prozessschritte darzustellen. Und deswegen müssen wir uns jetzt erstmal ein paar Label erzeugen. Ich würde jetzt als Label immer das Präfix Status nehmen. Wir haben nämlich am Ende des Projektes sehr, sehr viele Label und die müssen wir irgendwie auseinanderhalten. Und Status ist jetzt der Ticketstatus. Deswegen nehme ich hier mal Status als Präfix und nenne das mal Doing. Sie haben in Scrum häufig so die Default-Taskboards To Do, Doing und dann. Wir werden das Taskboard jetzt gleich so geschickt machen, dass wir das To Do nicht wirklich brauchen. Deswegen starte ich hier gleich mit Doing. Nehme noch die Farbe Blau vielleicht. Das gefällt mir. Create. Und jetzt können wir eine Spalte ergänzt mit Status Doing. Jetzt mache ich noch ein zweites Label, Create New Project Label, Status Review und erzeuge mir jetzt noch eine weitere Spalte, um Reviews darzustellen. Und was wir jetzt nämlich sehr schön darstellen können, ist, wenn wir jetzt mehrere Spalten haben, können wir jetzt das Ticket besser unterscheiden und zum Beispiel können Sie eine Teamsitzung machen und sagen, Müller macht Meilensteine anlegen, dann ziehen Sie es hier rüber und weisen das Ticket noch dem Müller zu. Da müsst ihr dann reinklicken und wenn der Müller Meilensteine angelegt hat, könnte er das Ticket weiterschieben und sagen, ja, jetzt soll sich der Meier das aber bitte anschauen im Review und wenn der Meier sich es angeschaut ist, okay, weil dann kann man es nach Closed ziehen. Das heißt, was Sie jetzt hier abbilden, ist letzten Endes ein Entwicklungsprozess. Den haben wir jetzt noch sehr, sehr einfach gemacht. Und ich nehme ein Ticket in Arbeit, ich review es und fertig. Man könnte das komplizierter machen noch, indem man noch weitere Schritte hinzufügt. Zum Beispiel könnte man sagen, die Requirement ist meine Analyse, dann mache ich noch ein Design dafür, dann code ich das, dann schreibe ich die Testtreiber und dann integriere ich es noch und so weiter. Also ich kann da durchaus einen sehr komplexen Prozess abbilden. Das wäre jetzt hier aber grafisch schlecht darstellbar wegen meines kleinen Monitors und für unsere einfachen Projekte reicht das Verfahren. Wir haben ja keine Großprojekte, es geht ja um Projekte mit 4, 5 Mitarbeitern und nicht mehr. So, was jetzt noch
vielleicht hübsch wäre, ist, jetzt habe ich ja die To-Do-Spalte eingespart. Das hatte einen Grund. Und zwar würde ich jetzt nämlich ein neues Taskboard erzeugen, nur für den ersten Sprint. Und da machen dann die Status-Tags noch ein bisschen mehr Sinn. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Create New Board. Das nenne ich jetzt mal Exploration. Und was ich jetzt da mache, ist bei Scope Expand kann ich jetzt dem nämlich noch sagen, naja, dass du bist jetzt nicht mehr für jeden Meilenstein da, sondern nur noch für den Explorationsmeilenstein. Ich könnte jetzt auch ein Taskboard machen, was sich nur an Tickets ranhängt, an Tickettypen ranhängt. Ich könnte ein Label machen, zum Beispiel für Risiko und mir ein Risikoboard machen oder ein Chancenboard oder ein Vorverarbeitungsboard für meine Requirements. Das kann ich über Labels steuern. Oder ich kann sagen, ich will jetzt nur die Tickets von wenigen darstellen, zum Beispiel. Oder nur die Tickets mit ab einem gewissen Gewicht. Ab einem gewissen geschätzten Aufwand. So, wenn ich jetzt das mal aufmache, dann habe ich jetzt hier nur noch die Tickets für den Explorationssprint. Wenn ich jetzt beispielsweise bei Meilenstein anlegen den Sprint verändere und ich sage jetzt hier, ich nehme nicht den Meilenstein Exploration, sondern den Meilenstein Wachstum und gehe jetzt wieder zurück aufs Board. Dann ist das Ding plötzlich verschwunden. Ändern wir gleich wieder zurück. So, jetzt erkennt sich hier noch die Listen. Das heißt, das würde ich Sie auch bitten. Das heißt, bauen Sie Ihr Taskboard so auf, dass dass es für jeden Sprint ein eigenes Taskboard gibt. Und der hier bei Open zeichnet dann nämlich nur die Tickets, die für den jeweiligen Sprint eingeplant sind. Da kommen wir nicht durcheinander. Jetzt muss ich natürlich noch mein herrenloses Ticket wieder einfangen. Das heißt, ich habe ja hier mein, das müsste man hier gut sehen können, Closed ein Ticket, Meilensteine anlegen. Das muss ich wieder zurück ins Leben befördern und den Meilenstein wieder zurückändern, Exploration. Und ich öffne das nochmal neu. So, wenn wir uns jetzt das Board nochmal anschauen, dann haben wir jetzt hier ein sehr schönes Board für die Exploration. Und Sie können sich jetzt zu jedem Daily Stand-Up vor dem Board treffen und gucken, wer hat was gemacht. Das war das erste Wichtige. Das zweite, was ich Ihnen gerne noch zeigen möchte, ist, wir können vielleicht ergeben sich jetzt schon Tickets und Aufgaben, weil Ihnen der Kunde, den Sie ja noch kennenlernen werden, was nennt, was Sie vielleicht erst später machen wollen. Nicht im ersten Sprint kann man noch ein weiteres Board aufmachen. Ich mache das mal kurz. Ich nenne das mal Sprintplanung. Und wir machen da dann eine Einteilung nach Sprints. Das ist eigentlich ein sehr schönes Feature, was GitLab anbietet. Und zwar sage ich hier Add List bei meinem Sprintplanungsboard. Und jetzt nehme ich hier keins von meinen Labels, sondern Sie sehen hier oben SNI. Also ich könnte jetzt auch Spalte machen, Aufgaben vom Beneken oder Aufgaben vom Felix Hummel. Und ich kann jetzt hier einen Meilenstein festlegen. Und deswegen mache ich jetzt hier einfach für jeden Meilenstein, den wir haben, eine Spalte auf. Und so können wir jetzt auch relativ leicht als Übersicht die Tickets zwischen den verschiedenen Sprints, die wir machen wollen, hin und her verschieben. Also ich kann sagen, das wissen wir noch nicht beim Meilenstein anlegen oder das kommt in den Wachstumssprint. Und dementsprechend wird auch die Sprintzuordnung geändert. Also kann ich jetzt sehr schön grafisch sehen, was ist eigentlich in welchem Sprint geplant. So, das war's soweit zum visuellen Management. Ich mache gleich noch ein kleines Video dann zu den Labels, um nochmal genauer verschiedene Tickettypen vorzustellen, die wir jetzt im ersten Wurf gern haben möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.